Ach ja, die Zeit vergeht ja wie im Flug, wenn man jeden Tag Tai Chi übt. Und es sind jetzt schon 2 Jahre vergangen, als ich mit dem Permakulturprojekt Peace begonnen habe. Hier im Garten meiner Eltern, ist schon ein bisschen länger her. Dann unten auf der Hauptertragsfläche, der Grund, warum ich das jetzt hier eigentlich alles auch mache. Und natürlich auch der Schrebergarten, den ich vor 2 Jahren bekommen habe, also beziehungsweise gepachtet. Und in dem Video, beziehungsweise in diesem Geburtstag, Jubiläum, was auch immer, möchte ich euch einfach so mal die Entwicklung zeigen, wie sich der Garten eigentlich die letzten 2 Jahre, was eigentlich alles passiert ist, welche Erinnerungen ich dabei hatte, was ich eigentlich auch alles aufgebaut habe, das alles und viel mehr. Darauf dürft ihr wirklich in dem Video gespannt sein. Und ich wünsche euch daraufhin auch sehr viel Spaß. Fangen wir doch gleich hier mit der geschichtlichen Rundreise an. Hier sind wir jetzt bei dem neuen aufgebauten Gartenschuppen. Der ist ja mir letztes Jahr oder fast vor 2 Jahren ist der abgebrannt. Das war wirklich ein unschönes Erlebnis und mein Vater hat auch wirklich von seiner Lektion damals auch gelernt, dass man sowas vielleicht nicht nochmal machen sollte. Jedenfalls haben wir jetzt hier auch diese neuen Kübel reingesetzt. Und da wächst dann auch hier schon der erste Basilikum, Melonen, eine, genauso wie hier eine Melone und eine Gurke ist, da wo ich auch schon wieder ein paar ernten durfte. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine ist, eine Gurke. Ah, da ist sogar eine, da wächst eine heran. Wo kann man sie sehen? Bisschen dunkel, da kann man den Ansatz sehen, ein bisschen hier. Und ja, mal schauen, wie sich dann hier so ein bisschen weiterentwickelt. Der Schuppen ist jetzt fertig, muss nur noch ein bisschen geweißelt werden an den Fassaden, dann können wir alles einräumen. Wenn wir mal hier so diesen Panoramablick von von der Terrasse so machen, dann hat sich eigentlich nie was verändert. Also auch schon vor dem Peace-Projekt haben wir immer da hinten Gurken oder Tomaten reingesetzt. Hier die Hochbeete hat mein Vater auch vor 5 Jahren, glaube ich, gebaut. Da, wo er halt immer Tomaten kultiviert hat, also reingesetzt, genauso wie hier. Haben wir halt immer mal ein bisschen verschoben. Oder hier das Gerüst für die Bohnen. Das haben wir auch schon sehr lange. Baut er jedes Jahr an. Das habe ich jetzt nicht aktiv gemacht. Die letzten 2 Jahre. Das habe ich jetzt einfach mal von ihm übernommen, weil es ja doch ja ziemlich sinnvoll ist und es ist ja immer noch sein Grundstück. Was ich da auch noch ein bisschen mache, ist halt hier pflege ich meine Baumschule. Die habe ich jetzt dieses Jahr sehr gut erweitert, auch mit tropischen Früchten. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gezeigt. Hier auch zwei Gurken in einem Kübel und hier. Das ist so ein Hochbeet, was ich letztes Jahr hergebracht habe. Da sind jetzt momentan, wie ihr von hier sehen könnt, ein paar Zwiebeln. Und da habe ich auch drinnen, kann man jetzt nicht ganz sehen, weil die Kartoffeln, die da herauswachsen, durch den Mulch habe ich da Kartoffeln mitgebracht. Habe ich halt eine Traube da reingesetzt, ein Steckling. Und da sollen eigentlich Trauben dann die nächsten Jahre entlang wachsen. Also 2 Stück. Eine soll dann hier entlang ranken und die andere hier vorne. Das sind jetzt so die Pläne, die wir jetzt hier vorhaben. Hier stehe ich vor dem ersten Hügelbeet. Hier kann man schon überall die Melonen wachsen sehen, wie sie rumwuchern und klettern. Hier vorne Kürbis. Bis irgendwo versteckt sich auch immer mal wieder hier so der Stangensellerie. Und bei dem Kürbis muss ich auch sagen, dass der wild aufgegangen ist. Also das, ja, habe ich einfach wachsen lassen, weil keine Ahnung, wo der herkommt. Und hier sind die Honigmelonen, die ersten. Und hier gehen dann auch schon die ganzen Pflücksalate in die Blüte. Und hier Sonnenblumen, die schon emporwachsen überall. Und das gleiche genauso wie bei dem Hochbeet oder bei dem Hügelbeet hier drüben.
Hier sind die Melonen etwas kleiner. Hier kann man noch ein bisschen Tagetes sehen, Spitzkohl und die eigene Züchtung von dem Rotkohl. Das ist ein roter Blattkohl. Also das ist eine Kreuzung aus einem Grünkohl und einem Rotkohl. Die waren einfach mal zusammen in einem Kübel von meinem Vater. Haben wir die an der Terrasse in dem Kübel angebaut. Die haben dann Samen geworfen. Die Samen sind dann in die Steine reingeflogen. Also in so Steingarten, in diese Rillen da. Und dann sind da diese Kohlpflanzen entstanden. Und hat er gesagt, letzten Herbst, ich soll einfach mal eine Pflanze pikieren und sie reinsetzen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und grundsätzlich, diese Hügelbeete, das war eine Arbeit ohne Ende, muss ich euch sagen. Also die Holzschnitzel, also die Grundlage, ich habe halt Holzschnitzel anstatt Baumstämme genommen. Die habe ich bei hier in der Gemeinde mal vor 2 Jahren einen Holzschnitzkurs stattgefunden hat. Habe ich da bei dem Holzschnittkurs gefragt, ob sie mir die ganzen Anhänger von ihren Holzresten geben können. Den haben sie mir dann hergefahren. Das habe ich dann als Grundlage genommen und habe es dann hier ausgelegt. Habe dann feineres Material dann noch draufgelegt, auch Äste, Grasschnitt, alles sämtliches organisches Material. Und dann habe ich Muttererde bekommen von einem Nachbarn. Von meinem Hauptertragsfeld, der hat halt auch diese gute Humuserde gehabt und der hat halt frisch gebaut und da habe ich ihn halt gefragt, ob ich die Erde haben kann, bevor er sie wegfährt. Er hat dann zugesagt. Da habe ich dann einen weiteren Freund gefragt, ob er mir mit seinem Traktor da wirklich 5 Tonnen oder sowas an Erde mitbringt. Hat er dann wirklich gemacht, das hat einen ganzen Abend gedauert, hat er mir aber an die Wildblumenwiese hier ans andere Ende vom Garten abgeladen, weil da die einzige Fläche war. Und dann habe ich über Wochen und Monate habe ich dann mit einer Schubkarre und Erde habe ich dann hier die beiden Hügelbeete mit der Erde aufgefüllt. Also das war schon eine Arbeit und ich muss auch sagen, das war wirklich auch ein Kampf mit meinem Vater, weil der fand das natürlich nicht so toll, dass ich hier jetzt einfach mal 2 Hügelbeete mitten in seinem Grundstück aufbaue. Weil wir halt eine Bodenwärmeheizung haben und die muss eine bestimmte Tiefe haben, die Rohre. Und er hatte halt Angst, dass ich die Hügelbeete so groß baue, dass dann die Bodenheizung nicht funktioniert und wir alles hier wegmachen müssen. Da gab es jede Woche mindestens einmal einen Streit und das war wirklich energiezehrend und ja. Und jetzt muss ich sagen, ist er auch zufrieden. Ich wusste natürlich auch, dass das alles nach der Zeit verkompostieren wird und auch absacken bzw. sich nach unten setzen wird. Ich meine, ist ja ein riesiger Komposthaufen, so ein Hügelbeet. Ich weiß nicht, ob ihr den Kohlweißling da hinten sehen könnt, am Brokkoli und an dem Spitzkohl. Die beiden Hochbeete hier und hier, das waren jetzt die ersten Hochbeete, die ich hier in den Garten reingestellt habe. Und die Bretter hat mir damals ein ehemaliger Klassenkamerad aus der Wirtschaftsschulzeit gebracht. Ich hatte schon seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr. Das ist eigentlich allgemein so bei mir gewesen, dass ich keinen Kontakt mehr zu Schulfreunden im großen Stil pflege. Aber der hat halt herausgefunden, dass ich dieses Projekt starte. Und weil sein Vater halt verstorben war an Krebs und eine Schreinereiwerkstatt hatte und er wollte halt die Schreinerei nicht fortführen, hat er gesagt, er möchte halt die Werkstatt leeren mit dem Holz, weiß halt nicht wohin und dann hat er mir halt wirklich diese ganzen Holzbretter für die Hochbeete gegeben. Also die sind jeweils 1 Meter hoch. Das ist jetzt 80 Meter von, das ist 1 Meter lang und 80 breit. Das ist dann ein bisschen länger, 1,20 lang, also ein bisschen. Und der hat mir wirklich auch diese Schrauben hier vorgebohrt, sodass ich und mein Vater das dann im November wirklich auch bis in die Nacht hinein, auch im Dunkeln haben wir dann mit einer Taschenlampe gearbeitet, um die Hochbeete da wirklich fertig zu bekommen, weil ich so viel
Füllmaterial hatte und wir wussten einfach nicht mehr wohin damit. Und wir wollten es einfach so schnell wie möglich in dem Jahr noch fertig bekommen, bevor es dann wirklich zu kalt und ja, sage ich mal, unangenehm wird. War wirklich schon ein super Erlebnis mit meinem Vater, dass er mir sowas auch gezeigt hat, wie man das mit aufbauen kann. Hier haben wir das jetzt letztes Jahr ein bisschen modifiziert, dass man auch mal eine Glasscheibe mit drauf montieren kann, hier oben. Und sonst, wie ihr hier sehen könnt, das zweite Jahr wachsen hier die Melonen und wachsen auch hier runter. Also, wenn du das hier siehst, mein Freund aus der Wirtschaftsschule, möchte jetzt seinen Namen nicht sagen, vielen Dank nochmal dafür, dass du mir hier die Hochbeete geschenkt hast oder beziehungsweise das Holz. Da, das sind die Melonen, dadurch kann ich sie wunderbar anbauen. Und das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Und das ist jetzt hier die Aronia, die habe ich hier vor 3 Jahren als allererstes gebaut, wo hier wirklich gar nichts war. Also wo hier wirklich einfach nur Gras bei meinen Eltern war. Also nichts Besonderes. Und das ist jetzt der Aronia-Baum, der dieses Jahr ziemlich viele Früchte trägt. Freue ich mich auch, ihn zu ernten. Hier die Johannisbeere habe ich letztes Jahr mit reingesetzt. Und hier die Steinhaufen habe ich auch aufgebaut. Und Stichwort diese Steinhaufen, die habe ich natürlich auch in den kommenden Hochbeeten als Sonnenfalle mit integriert. Und die Hochbeete habe ich aus Paletten gebaut. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und da ist es halt so, dass bei diesen Steinen, die ich hier mitgebracht habe, die habe ich von Leuten geschenkt bekommen. Auch die ihr da sehen konntet, diese Steinhaufen. Und mein Vater hat sich natürlich wieder sowas von dagegen gesträubt, weil was macht er, wenn ich dann mal irgendwann weggehe? Und dann hat er das ganze Zeug hier und weiß nicht wohin mit den Steinen, dass ich hier einfach alles wieder für ihn zurücklasse. Und da hat er mir auch immer wieder gesagt, du bringst alles Mögliche heran und ja, weiß nicht ganz genau, was du willst. Die Leute laden sämtlichen Müll bei dir ab. Er weiß halt nicht ganz genau, was ich halt damit vorhabe, welche Prinzipien ich da nachgehe. Ist natürlich auch wieder verständlich und das ist halt wieder so ein kleiner Kampf mit mir und ihm. Da gibt es jede Woche immer irgendwas, wenn ich neue Ideen habe, die ich umsetzen möchte. So das naturnahe Gärtnern, auch die ganzen Totholzhecken, die ich hier habe. Da gibt es immer wieder Streit, wenn ich sowas aufbaue, dass da sich doch Ratten und Mäuse ansiedeln können. Aber immer wieder kommen wir dann doch auf einen gemeinsamen Nenner und dann bauen wir dann sowas auch auf, wie diesen Kartoffelturm hier. Da war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, wozu ich denn das brauche, obwohl ich die ganze Ertragsfläche unten habe. Ist aber jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, hat sich dann auch gefreut, dass er mir da geholfen hat. Und ich habe ihm gesagt, ich werde das dann selber alles abbauen. Die Blätter werden schon langsam weg, da kann man auch schon mal die ersten Ernten machen. Und hier das Gewächshaus, muss ich dann euch ganz ehrlich sagen. Das haben wir dann auch gebaut vor 2 Jahren. Mein Vater hat sich das immer gewünscht. Für den ganzen Tomatenanbau haben wir auch, die ganze Familie hat sogar da mitgeholfen, haben das Fundament gegossen, haben da hier umgegraben, Bokashi eingearbeitet, Kompost, damit hier einigermaßen gute Erde entsteht. Das ist jetzt das zweite Jahr. Und ja, da hat er sich so einen kleinen Traum erfüllt. Mir hilft das natürlich auch so, dass wir hier das Gewächshaus haben. Hier an der Seite könnt ihr jetzt die ganzen Paprikas und Auberginen sehen, die wir die letzten 2 Jahre hier angebaut haben. Die Erde ist jetzt hier nicht ganz so optimal. Die Pflanzen könnten natürlich besser und größer sein, sind aber im Vergleich zum letzten Jahr natürlich wesentlich besser. Und den Tomaten, den gibt es hier auch schon recht gut. Die ersten Tomaten sind hier auch schon reif geworden. Und ja, bei dem Anschaffen von dem Gewächshaus gab es natürlich auch sehr viele Probleme. Das ist jetzt hier kein klassisches viktorianisches Gewächshaus, heißt es glaube ich, sondern das ist jetzt hier so ein Rundgewächshaus. Also, und das war halt von einem bulgarischen Anbieter. Und da gab es halt Verständigungsprobleme. Mein Vater kann kein Englisch, sondern ich und die Angestellten im Laden oder beziehungsweise von der Firma konnte nur gebrochenes Englisch und da gab es wirklich viel Streit und Ärger und mein Vater dachte, die wollen uns jetzt betrügen oder sowas
ja, Geld war schon überwiesen und das war halt dann, ja. Aber es ist wenigstens alles gut gelaufen. Wir sind wirklich froh, dass wir das Gewächshaus hier haben und auch hier einen super Anbau machen können. Den Tomaten geht es hier wirklich sehr gut und ich freue mich auch jedes Jahr mit ihm den Boden hier weiter aufzubereiten, damit halt die Tomaten wirklich noch viel besser wachsen. Wenn ich dann hier noch zur Seite gehe, dann hier das ist eine Zwetschge. Die Zwetschge, die habe ich jetzt auch schon vor 3 Jahren gesetzt. Auch einer der ersten Bäume, die ich einfach hier reingesetzt habe. Am Rand des Grundstücks natürlich, damit die halt nicht die Rohre beschädigt. Und ja, den Kompromiss ist halt mein Vater mit mir auch eingegangen, dass wir den hier an der Seite setzen. Und hier, was sich eigentlich alles so getan hat, es war einfach hier alles freie Fläche, wo das Gewächshaus steht, wo das Beet da vorne steht, wo ich meine Möhren, mein Möhrenexperiment mache. Hier alles, die ganzen Komposthaufen und so, oder die Kompost-Zucchinis da hinten. Das war alles, das war freie Fläche. Und jetzt sind hier 4 Komposthaufen. Jedes Jahr neue gute Erde aufbauen und die natürlich in die Beete einarbeiten und im Kreislauf handeln. Hier ist jetzt noch der letzte Teil von dem Garten. Das ist jetzt die Himbeere, die ich auch vor 3 Jahren als erstes reingesetzt habe. Früher, als wir noch in der Mietwohnung gewohnt haben, hat mein Vater auch einen riesen Himbeerbusch gehabt. Und ja, ich und mein Bruder haben die wirklich geliebt, die Himbeeren im Juli. Und haben wir uns nochmal entschlossen, eine Himbeere reinzusetzen. Und die hat dieses Jahr wieder wunderbar einen Ertrag gebracht. Ich habe sie jetzt schon zurückgeschnitten. Hier auch der Grünkohl, den mein Vater einfach zurückgeschnitten hat. Und den lassen wir einfach schon seit 3 Jahren hier wachsen. Der treibt immer wieder neu aus. Ist einfach so ein kleines Selbstexperiment. Und dem Kohlweißling gefällt es dann natürlich unten auch. Und hier planen wir natürlich unser Erdbeerbeet oder Erdbeerfeld. Hier wachsen schon die kleinen Erdbeerchen. Hier sind die, ja, die Ableger, die wir mal vermehren wollen. Und das soll sich hier auch nach und nach entwickeln. Könnten natürlich schon viel mehr Erdbeeren sein, aber ja, alles mit seiner Zeit und mit seiner Ruhe. Das entwickelt sich hier noch alles. Muss ja nicht alles von heute auf morgen sein. Und hier hinten in dem letzten Drittel, das ist ein kleiner Selbstversuch von mir. Ich habe meinem Vater gesagt, er soll mal das alles hier wild lassen, also nicht immer den Rasen mähen. Das macht er halt gerne. Da habe ich ihm gesagt, lass doch einfach mal so einen kleinen Streifen hier stehen. Ist er dann auch nachgekommen, weil ich ihm gesagt habe, dass ich hier so am ausgesät habe. Und ja, jetzt fängt es hier auch an, ein bisschen zu blühen. Klee, Buchweizen kommt hier raus. Und hier habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt, dass hier ein Igelhäuschen unten drin ist und da hinten ist eine Totholzhecke. Und wenn ich dann noch weitergehe, ich glaube, den Baum kennen nicht so viele. Wenn ich hier weitergehe, das hier ist ein echter Wacholder. Den habe ich auch hier vor 4 Jahren mit reingesetzt. Den habe ich damals von einem Freund hier in der Region bekommen. Den hat er mir geschenkt. Und den habe ich hier einfach reingesetzt. Den echten Wacholder. Und hier geht es auch schon sehr gut. Hier kann man jetzt auch die Totholzhecke sehen. Und zum Abschluss hier oben beim Grundstück meiner Eltern. Hier die Wildblumenwiese, wo man hier überall die Kornblumen, die Mohnblumen, den Borretsch, Phacelia und so viel Vielfalt sehen kann. Die ist jetzt dieses Jahr wirklich richtig am Blühen. Auch hier das Ranggerüst haben wir erst vor ein paar Monaten aufgebaut, damit die Kiwis, die ich hier reingesetzt habe, hier ist zum Beispiel eine, hier eine Kiwi, eine sibirische, hier ist eine sibirische Kiwi und hier wachsen dann noch die Trauben entlang, die auch an einem Spalier wachsen sollen. Genauso wie hier ich diese Pfirsich einfach reingesetzt habe. Und wichtig dabei auch zu sagen ist, dass das alles hier nicht mir gehört. Das gehört der
Gemeinde. Und es war jetzt so, dass ich vor 2 Jahren gefragt habe, ob ich hier bei der Fläche, weil einfach nur diese Bäume hier standen, also dieser Zierbaum, die Felsenbirne und dieser Zierbaum einfach standen und die immer diese Wiese abgemäht haben, sodass sich halt hier auch keine Wildblumen durchsetzen konnten. Und da habe ich den einfach mal gefragt, ob ich mich um die Fläche kümmern darf und ob ich auch hier wirklich Bäume reinsetzen darf. Also ich habe dann gefragt, ob ich hier diese Trauben, die Kiwis und die Pfirsich reinsetzen kann als Streuobstwiese. Die spendiere ich sozusagen der Gemeinde. Die können mich jederzeit rausschmeißen und sagen, das wollen wir jetzt hier nicht mehr. Muss ich mich damit abfinden. Aber ich habe sie ihnen alles spendiert. Hab auch mit denen telefoniert natürlich und kümmere mich auch um die Wildblumenwiese hier. Also die müssen hier jetzt gar nichts mehr machen. Und das war wirklich ein lustiges Gespräch, wo ich dann gesagt habe zum Geschäftsführer, dass ich hier wirklich das hier machen möchte. Und da hat er mich ernsthaft so gefragt, Herr Frank, sind Sie sich da wirklich sicher? Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie hier Bäume pflanzen möchten und das der Gemeinde spendieren? Normalerweise kommen die Leute zu uns und wollen Bäume entfernen und keine Pflanzen. Das war jetzt schon ziemlich lustig, dass sie das gesagt haben. Also da musste ich auch wirklich herzhaft lachen, dass sie es nicht fassen konnten, dass ich das wirklich vorhabe, die Bäume zu spendieren, das alles hier zu machen. Da ist sogar der Bürgermeister mal zu mir gekommen und wollte es mit mir absprechen. Hat mich für mein Engagement wirklich bewundert und hat mir auch gratuliert. Und wenn wir jetzt zu dem Stichwort Natur, Bäume, Wildbienen kommen, dann gehen wir doch mal in den Schrebergarten, weil da warten auch einige Bäume auf uns, Freunde. Hier am ruhigen oder abgelegten Ort, im Altdorf, ist hier jetzt der Schrebergarten. Da habe ich echt vor 2 Jahren von einer netten, traditionellen Bauernfamilie gepachtet für ganz wenig Geld. Also die haben von mir gehört, auch von meiner emotionalen Lage damals, dass ich halt wirklich etwas in der Natur machen möchte und nicht die Möglichkeit haben. Und die haben mir dann gesagt, wenn mir ein Freund hat mir sogar geholfen, Verbindungen mit ihnen aufzubauen. Er hat dann von mir und meiner Geschichte erzählt und die Familie war dann wirklich begeistert. Hat dann gesagt, gut, kannst diesen Schrebergarten pachten, geben wir dir, mach was Schönes draus, kümmere dich darum und lebe dich frei aus. Da habe ich auch gewusst, worauf ich mich einlasse, weil ich habe ja auch mit den Leuten geredet. Und die haben mir dann auch gesagt, dass der vor 2 Jahren, oder dass der 2 Jahre lang, bevor ich ihn übernommen habe, leer stand und sehr verwildert ist. Und als ich durch dieses Tor hier gegangen bin, waren die Brennnessel 3 Meter hoch. Das ist kein Witz gewesen. Das ist kein Witz gewesen. So, jetzt bin ich hier im Schrebergarten. Und ich entschuldige mich schon mal für ein paar Hintergrundgeräusche, sollten jetzt nicht allzu stark sein. Aber jedenfalls schaut es nicht ganz so verwuchert und verwildert aus, wie ich mir dachte. Hier habe ich halt jetzt zum Beispiel eine der 4 Pawpaws reingesetzt. Das ist ein Fruchtbaum. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Der Baum der Zukunft kann ich auch gerne verlinken, die Indianerbananen. Und ich habe halt hier überall... Hier ist eine Traubenrebe, hier Kürbis, den ich reingesetzt habe, eine Feige steht hier drin, die beiden Maulbeeren habe ich mit reingepflanzt. Also wirklich unterschiedliche Bäume. Ah, jetzt bleibe ich hängen an meinem Kabel, verdammt. Und hier habe ich jetzt einfach, ist einfach als Naturgarten belassen, weil... Wie ihr jetzt hier sehen könnt, habe ich jetzt Kürbisse reingesetzt, weil die nicht sehr viel Pflege brauchen.
Ich habe jetzt hier auch andere Pflanzen wie zum Beispiel Rotkohl. Und da könnt ihr ganz genau sehen, dass die Schnecken hier wirklich ziemlich stark wüten. Und ich brauche hier ungefähr 5 Minuten, bis ich hier ankomme. Das ist dann doch eine recht lange Zeit. Und da kann ich nicht jeden Tag schauen, vor allem mit der Hauptertragsfläche, die ich hier habe. Da fehlt mir einfach die Zeit, dass ich mich hier auch noch groß kümmern kann. Vor allem, weil hier das Gras und die Brennnesseln wuchern ohne Ende. Das ist so ein super Boden und der Gras und die Brennnesseln sind ja Stickstoffanzeiger. Und das ist einfach nur brutal, wie schnell das hier alles wächst. Und hier ist jetzt zum Beispiel eine Granatapfelbusch. Da habe ich auch 2 Stück reingesetzt. Wo ist der zweite? Da vorne. Die beiden habe ich reingesetzt und beide winterhart, haben auch das letzte Jahr mit überlebt. Hier ist jetzt eine chinesische Dattelpalme. Die wächst hier. So. Genauso wie hier Kürbisse. Sind jetzt nicht ganz so groß wie unten auf der Hauptertragsfläche. Da hinten an der Seite könnt ihr jetzt die sibirische Kiwi sehen. Und hier ist da an der Mauerbeere ist noch eine. Und das ist, war halt wirklich ziemlich stark verwildert. Ich habe es mit meinem Vater wirklich alles zuerst weggemäht, bevor wir die Bäume reingesetzt haben. Ich habe halt, ja, die Bäume habe ich auch aus dem Grund reingesetzt, weil meine Pläne schauen auch irgendwann mal aus, dass ich woanders meine Permakultur aufbauen möchte. Und ich möchte einfach den Leuten hier die Möglichkeit und Perspektive geben, wenn halt jemand anders kommt, dass er sich halt um die Bäume kümmert oder auch hier um die Johannisbeeren, die ich mit reingesetzt habe. Die sollen sich einfach darum kümmern. Den meisten Anfang habe ich schon gemacht, den schwierigsten. Und dann sollen sie einfach nur einmal im Monat vielleicht reinschauen, wie es den Bäumen geht, ein bisschen ernten. Das ist einfach so ein kleines Geschenk für die kommende Generation, die ich gerne mache, damit die auch wunderbare Obstbäume haben. Deshalb habe ich das auch mit der Gemeinde gemacht und pflanzt das Ganze auch bei meinen Eltern. Ob ich davon später etwas haben werde, weiß ich nicht. Aber mir geht es einfach um zukünftige Menschen, zukünftige Generationen. Und deshalb mache ich das alles. Zum Beispiel hier dieser riesigen Zwetschgenbaum. Da stand ja schon drin und trägt Früchte, also dafür bin ich sehr dankbar. Und den habe ich ja nicht gepflanzt, sondern jemand anders für mich. Leider kann ich jetzt nicht ganz runtergehen und euch von innen drin die Hühnerhütte zeigen, weil hier überall Brennnessel sind und ich bin barfuß. Also da möchte ich jetzt nicht unbedingt durchlaufen. Aber jedenfalls, die Vorbesitzer haben das ungefähr 1 bis 2 Jahre so stehen lassen, haben sich kaum gekümmert und die haben hier Hühner gehalten. Und deswegen auch hier überall diese Zäune, die sie aufgebaut haben. Aber das, ich muss euch ehrlich sagen, da war so viel Hühnerkot drin. Aber so viel. Ich musste alles rausschippen. Das war mindestens 1 bis 2 Jahre vertrockneter Hühnermist, der sich auf dem Boden abgelagert hat. Und ich habe 2 Wochen habe ich den ganzen staubtrockenen Mist aus dieser Hütte raus und habe dann hier zu Komposthaufen aufgebaut. Uff, das war keine schöne Arbeit, muss ich euch ehrlich sagen. Stickig, schmutzig und ja, das ist keine dankbare Arbeit und ich habe es trotzdem gemacht. Und ja, hier hinten, da lasse ich so ein bisschen verwildern. Hier Brennnessel für die Brennnesseljauche. Und hier unten ein bisschen im Schatten von der Zwetschge, da wachsen jetzt die Wildheidelbeeren. Und ja, ich bin wirklich dankbar dafür, dieses Stückchen Natur zu bekommen. Hier ist es halt meistens ruhig, wenn jetzt nicht der Nachbar von gegenüber, der ist Landwirt und der nicht die ganze Zeit unter der Woche was machen müsste, genauso wie ich. Ich weiß ja ganz genau, wie er sich fühlt. Man ist immer am Tun in der Landwirtschaft. Aber ich bin wirklich hier dankbar, dass ich dieses ruhige Stück Natur habe. Am Sonntag bin ich hier wirklich gerne, weil hier ist den ganzen Tag ruhig. Und hier kann man dann wirklich schön was machen. Und sonst,
Ja, habe ich auch viele Videos zum Schrebergarten gezeigt, alles im Detail. Dann gehen wir doch einfach mal so einen kleinen Ausblick von der Hauptertragsfläche machen zum Feld der Permakultur, womit eigentlich auch hier alles begonnen hat. Jetzt bin ich hier an der ehemaligen Pferdeweide angekommen. Hier kann man jetzt zum Beispiel den Folientunnel sehen, da ein bisschen von der Hauptertragsfläche. Und es war jetzt so, dass ich komplett diese ganze Fläche hier, die ihr da sehen könnt, wurde mir vermittelt. Das war jetzt so, dass vor 2 Jahren ein Freund, den ich bei seinem Bauerngarten ausgeholfen habe, freiwillig über 2 Jahre hinweg, hat mir wirklich sehr gut gefallen, in dem Studium mit bei ihm tätig zu sein. Jedenfalls war es halt so, dass er vor 2 Jahren das Angebot bekam von dem Bauherrn hier, dass er diese Fläche auch zusätzlich zu seinem Anbau bekommt. Er hat aber gesagt, dass er dann höchstens eine Wildblumenwiese draus machen würde und es von der Zeit her nicht schaffen würde, das noch zusätzlich zu bewirtschaften. Und wir hatten halt so kleine Probleme, private auch. Da hat er gesagt, vor 2 Jahren, hey, mir wurde eine Fläche gegeben, die kannst du haben, hab mit ihm den Kontakt gemacht, nutze die Chance und mach was draus. So habe ich dann diese Fläche hier bekommen. Das war auch meterhoher Gras, was hier am Anfang war. Wie gesagt, das war eine Pferdeweide, der Boden ist wirklich guter Humus, genial einfach nur. Ich musste nicht sehr viel machen. Er hat angefangen, die Wiese zu mähen und ich habe dann angefangen, alles mit der Hand umzugraben. Also bis auf den Tunnel, die ganze Fläche, wo jetzt irgendwas wächst, habe ich alles mit meinem Vater mit der Hand umgegraben. Das war so eine Heidenauer und ich habe den größten Teil gemacht und das waren wirklich die prägsamsten Herbst- und Frühlingstage, die ich überhaupt hatte. Auch wirklich bei Kühle habe ich 3 Stunden lang umgegraben und alles kulturfähig gemacht. Also alles, was ihr wirklich da seht, was da heranwächst, das habe ich wirklich mit. Habe ich wirklich mühselig heranwachsen lassen und ja, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich hier diese Chance bekommen habe und dass ich wirklich diese Erfahrungen, sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen, alle mitnehmen darf. Die prägen mich wirklich sehr und ja, schauen wir uns mal ein bisschen das Feld weiter an oder ein bisschen genauer an. Ich habe ja alles mit der Grabgabel umgegraben und ihr dürft 3-mal raten, wo die Grasnarbe gelandet ist. Nein, sie ist sicher nicht im Folientunnel eingegraben worden, sondern hier wirklich im Kürbis-Kompostbeet. Das ist wirklich ein 2 Meter hoher Komposthaufen sozusagen. Da haben wir wirklich den ganzen Grashaufen haben wir wirklich raufgeschmissen und die Kürbispflanzen, die wuchern ohne Ende. Hier kann man auch schon ein paar Hokkaido-Kürbisse sehen, die reifen. Also die mögen es hier wirklich sehr. Also dafür hat es schon mal gelohnt, die ganze Arbeit zu machen, die Grasnarbe zu entfernen, wo ich aber auch immer noch sagen kann, das ist das hartnäckigste Gras überhaupt. Also das kommt hier überall, das wirst du nie los, so richtig. Vor allem nicht so, wie ich das mache. Das kommt überall. Also das ist schon eine Glanzparade, das wirklich in der kurzen Zeit da Herr zu werden. Da muss man jedes Jahr etwas dran machen. Und das ist halt dann wirklich etwas Schwieriges. Genau wie hier diese Sonnenblume, die mir immer wieder Kraft gibt. Oh, die ist wirklich schön, die Sonnenblume. Und sonst, ja. Wie gesagt, ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich das hier alles machen darf, überhaupt.
Und auch der Tunnel. Zu dem wird es dann auch nochmal eine Geschichte geben im zweiten Teil. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Und hier, weil irgendwoher muss ja das Wasser kommen für den Folientunnel. Regnet ja nicht rein, ne? Und ja, das ist jetzt hier das Regenfass. Da ist eine Schubkarre. Da sind Wasserkanister. Da ist der Schlauch, wo zum Beispiel Wasser drinsteht, und da sind Gießkannen. Dann schauen wir mal, wo ich und mein Vater diesen Kanistern das Wasser herholen. Und zwar, wenn wir dann hier rausgehen, hier den Weg runtergehen, dann sehen wir schon, ist ein bisschen abgelegener. Hier sieht man so einen kleinen Steinweg und da kann man schon die ersten Wasserpflanzen sehen. Wenn wir dann weitergehen, dann wandern wir mal ins Unbekannte. Hier kann man so, keine Ahnung wie die heißen, schon aus wie Pfeifenreiniger oder sowas. Oder meine Bürste von einem Entsafter. Aber wenn wir hier dann so weiter nach unten gehen, dann kommen wir langsam aber sicher zu einem kleinen fließenden Bach. Und da schöpfen wir mit der Gießkanne das Wasser ab. Haben wir heute schon gemacht, 3 Stunden lang, um die Tomaten, Melonen und Auberginen zu gießen. Das ist meine Wasserquelle, liebe Freunde. Das ist meine Wasserquelle. Aber das ist wenigstens hier auch, habe ich schon sehr viele Kröten und alles gesehen. Da hätte ich mal eine Frage an Markus Gastel. Der hat ja, das Hortus-Prinzip entwickelt, sage ich mal. Habe ich jetzt einen Hortusgarten? Weil ich meine, das ist doch, hier habe ich jetzt meinen Steinhaufen für die ganzen Wassertiere. Also sozusagen mein Steingarten. Dann habe ich da hinten meine Hauptertragsfläche. Und zu Hause beim Grundstück meiner Eltern habe ich doch die Wildblumenwiese. Habe ich doch alles gut kombiniert. Ist zwar ein bisschen getrennt, aber ist doch in dem Prinzip ein Hortus, oder nicht? Oder irre ich mich da? Klar, der Spaß beiseite. Das ist so meine Art, Permakultur zu machen. Und normalerweise müssten ja die ganzen Zonen ja auch beieinander sein, damit es effizienter ist. Weil nützt mir ja nichts, wenn die Tiere, die Wassertiere hier sind mit Echsen und alles, obwohl das Schneckenproblem da hinten lauert. Da hinten. Ja, hier im Tunnel kommen wirklich Erinnerungen hoch. Also die ganze Fläche hier, die ihr sehen könnt, wo jetzt die zig Tomaten sind, habe ich vor 2 Jahren, habe ich da wirklich mit dem No-Dig-Verfahren, habe ich da zuerst einfach Karton ausgelegt und Erde vom Nachbarn da drüben. Der hat mir da so diesen guten Humusboden von sich aus hat er mir gegeben. Und da habe ich das hier alles aufgeschichtet. Zum Teil war es halt überall ein bisschen verdichtet. Da war es nicht ganz so gut, lockerer Boden. Deswegen ist an manchen Stellen das Verfahren nicht so gut geklappt. Also das ist halt wichtig, dass man beim No-Dig-Verfahren wirklich Kompost oder lockeren Boden verwendet. Also im ersten Jahr im Anbau waren dann wirklich ein paar Tomaten sehr mickrig, die dann bei dieser verdichteten Erde waren. Aber sonst im zweiten Jahr haben wir es nochmal umgegraben und eingearbeitet. Und jetzt könnt ihr ja sehen, sind jetzt ungefähr, ich schätze mal, 100 bis 150 Tomatenpflanzen. Den Mulch hier, das habe ich auch alles mit der Hand hergeholt, mit Säcken. Ich habe keinen Anhänger, gar nichts. Und das habe ich hier alles wirklich hergebracht. Also das ist schon sehr strapazierfähig gewesen, das ganze organische Material herzubekommen. Und das hat auch über Wochen gedauert. Vor allem das mit der Erde, die habe ich wirklich mit dem Schubkarren hergebracht. Also die ganze Erde, die hier ist, fürs No-Dig-Verfahren, habe ich mit dem Schubkarren einfach hergebracht. Ich glaube, das hat 3 oder 4 Wochen gedauert im Herbst. Also
puh, da weiß man wirklich, was man zu tun hat. Das war vor 2 Jahren und jetzt bin ich halt wirklich auch froh, weil die Auberginen, die Paprika hier am Rand, die wachsen auch prächtig. Die Melonen vorne, da wachsen jetzt auch schon die wunderbar die Früchte heran. Habe auch schon eine riesen Wassermelone gesehen. Also ich freue mich da schon auf die kommende Wassermelonenernte. Und natürlich, was gehört auch dazu, Gurken hier hinten. Und zur Permakultur ganz klar muss ich auch sagen, das ist nicht so, dass man keine Schädlingsbefälle hat. Ich habe jetzt zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt, Mehltau und Spinnmilben. Ist für mich eine komische Situation und Kombination, weil Spinnmilben kommen bei Trockenheit vermehrt und Mehltau, wenn es halt zu nass oder feucht ist. Und ich glaube, die Gurken waren einfach auch wegen der Kälte sehr strapaziert und geschwächt. Deswegen sind halt auch diese Symptome jetzt aufgetreten. Ich habe auch hier schon Sprüher versucht, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Die Spinnmilben habe ich auch mit Brennnesseljauche besprüht. Also hier könnt ihr es sehen. Wenn die Gurken nicht so toll ausfallen oder die Ernte dann vorzeitig vorbei ist, kann man nichts machen, dann ist es halt so. Mücken habe ich schon gesehen, die halt diese Spinnmilben fressen. Siedelt sich langsam an und tue wirklich auch mein Bestes. Gieße jeden Tag die jetzt auch ein bisschen, um den Boden auch einfach feucht zu halten.
Zu dem Video wird es auch noch einen zweiten Teil geben. Und da werde ich euch ein bisschen erzählen, wie so meine Zukunftspläne ausschauen werden. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und empfiehlt doch Freunden, Bekannten und Familien von mir und mein Projekt. Und dadurch finden sich halt immer mehr Leute. Ich bekomme mehr Aufmerksamkeit und ja, potenziell ja, Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr auch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Webseite finden könnt, damit ich weiterhin für euch diese Videos machen kann, weiter für euch gärtnern. Und ich meine mal so, ich habe wirklich sehr viel Spaß dabei, für euch zu drehen, im Garten tätig zu sein. Und ich frage mich auch, welche Arbeitgeber oder anderer Mensch mich so rumlaufen lassen würde in einem Tai-Chi-Anzug. Das kann man nur machen, wenn man ja, selbst und ständig ist, würde ich mal sagen. Das kann man wirklich nur so machen, wenn man seinen eigenen Weg geht. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Zum Beispiel den zweiten Teil, den ich dann in Kürze hochladen werde. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und genießt die wunderbaren, schönen Sommertage. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.